Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen. Ja, ich konnte es wieder nicht lassen. Ich habe mir wieder irgendwelche Filme nach Hause geholt. Wir haben hier bei uns im Wuppertal so einen kleinen Laden, der verkauft, sagen wir mal, hauptsächlich so Vinyl, Schallplatten, Musik und so ein Zeug. Hat dann auch eine Ecke mit Büchern und eben auch eine Ecke mit Filmen, DVDs, Blu-rays. Also mal unterschiedlich, dann kriegt er da irgendwie mal Sachen rein, gebrauchte Sachen, ja, keine Neuware. Und da bin ich dann mit der Frau hingefahren. Sie hat dann nach Büchern geguckt und ich habe dann mich in der Filmecke rumgetrieben. Sie hat dann irgendwann aufgehört, Bücher sich rauszusuchen, als sie gemerkt hat, okay, das ist jetzt eine Menge, die können wir gerade noch so tragen zum Auto. Und ich habe dann irgendwann aufgehört bei den Filmen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist aber, nun ist aber gut, nun ist die Tüte aber voll, ja. Das Fatale daran ist, wenn man eine ganze Zeit lang nicht in diesen Laden geht, da ist ja Fluktuation, ja, und dann hast du so viel neues Zeug plötzlich da stehen oder interessantes Zeug teilweise. Da ist es dann schwierig, Dinge stehen zu lassen. Aber nichtsdestotrotz, also ich habe wieder was gefunden, das ist ja offensichtlich, und es sind Blu-rays und DVDs. Und ich zeige euch mal, was ich da geholt habe, teilweise echt witziges Zeug. Fangen wir mit den DVDs an. Und zwar hat da, glaube ich, letztens der Patrick hat, glaube ich, dem Thorsten, also der Filmangler, hat Cinema 8 Filmreview, den Film auf Blu-ray geschickt. Und da dachte ich, okay, ne, wo ich den jetzt in den Finger hatte auf DVD, der Film ist so alt, der ist aus den 70ern, das ist völlig okay. Und zwar Amazonen auf dem Mond. Das ist so eine, ja, Parodie, Persiflage, Verarsche auf das amerikanische Fernsehen der 70er. Und ziemlich abgedreht, der Film. Es gibt den auch auf Blu-ray, klar, ne? Aber der ist eben so alt, da dachte ich mir, die DVD reicht dir völlig. Den habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich habe vor ein paar Jahren irgendwie mal die letzten 20 Minuten mal irgendwo im Fernsehen gesehen. Das ist so ein Zeug, das lief früher immer irgendwie nachts, weil da kann sonst so ein normalsterblicher Fernsehgucker da, glaube ich, relativ wenig mit anfangen. Dann ein Film, den gibt es tatsächlich noch nicht auf Blu-ray. Ich habe gerade eben noch mal nachgeguckt, also ich müsste mich da jetzt schon extremst vertan haben. Und zwar wollte ich den auch schon lange haben. Es gibt zwei DVD-Auflagen davon. Ich habe jetzt die neuere, in Anführungsstrichen, DVD-Auflage, und zwar von Disney, das Schwarze Loch. Ja, ich hätte gerne die alte gehabt mit dem Original, Cover vorne drauf, aber hier die Neuauflage hat halt eben dieses andere Bild vorne drauf. Das ist ein ganz, ganz toller Film, habe ich sehr gut in Erinnerung. Ist der, glaube ich, auch aus den 70ern oder 80ern schon? Ich meine 70ern. Steht jetzt hier nicht drauf. Die DVD ist von 2011. Ich glaube, die Erstauflage auf DVD ist von Anfang der 2000er gewesen. Ja, auf jeden Fall haben wir hier auch bekannte Darsteller drin, Maximilian Schell und so weiter. Der ist gut. Also das freut mich auch, dass ich den habe. Den wollte ich schon länger mal haben, aber habe den irgendwie nie so gefunden. Und wenn der mal irgendwo rumlag, dann war irgendwie waren Kratzer drauf und sowas. Und das Ding sieht jetzt wirklich klasse aus. Ja, so, dann haben wir hier wieder so ein bisschen Gruselwusel technisch. Dachte ich, okay, ich habe jetzt den ersten nicht und den dritten, vierten auch nicht oder so. Ich dachte, jetzt fängst du mal damit an. Ist jetzt auch nur eine DVD. Ist aber jetzt, glaube ich, auch nicht so dramatisch. Und zwar hier Species 2 habe ich jetzt einfach mal mitgenommen. Die Dinger haben ja auch nicht, die kosten auch nicht viel da in dem Laden, ne? Also, das sind jetzt keine 50-Cent-Artikel. Aber so 1,50 € musst du schon bezahlen dafür. Oder auch mal 2 €. So, und dann habe ich hier noch was entdeckt. Gibt es auch keine Blu-ray von, habe ich auch gerade eben noch mal geguckt. Und zwar ist das das fürs amerikanische Fernsehen damals gedreht worden, von Stephen King, eine Verfilmung, und zwar Golden Years. Ist bei uns, glaube ich, auch unter verschiedenen Titeln aufgetaucht. Irgendwie das Labor des irgendwas Schrecklichen oder irgendwie sowas. Das geht, ich weiß nicht, glaube 170 Minuten oder sowas. Das ist, glaube ich, auch ein Zweiteiler, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Auf jeden Fall gibt es keine Blu-ray von. Und die Geschichte ist irgendwie, da ist irgend so ein Typ, irgendein Wachmann in irgendeinem Labor und da passiert ein Unfall und er wird irgendwie verseucht mit irgendwelchen Chemikalien und dann passieren komische Dinge mit ihm. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe da mal von gehört, aber ich habe das Ding nie gesehen. Von Lesen brauchen wir gar nicht reden. Das ist nicht meine Abteilung. Lesen tut hier, ja, meine Frau. Da bin ich nicht für zuständig. Dann habe ich hier noch was gefunden. Eigentlich totaler Schwachsinn, der Film. Ja, also, aber irgendwie hat er gesagt, nimm mich mit. Wer weiß, wozu es gut ist. Und zwar mit Rowan Atkins hier. Rat Race. Das ist so ein, ja, Autofilm.
So wie, auf dem Highway ist die Hölle los, nur in Slapstick. So in etwa. Ja. Ziemlich abgedreht. Mit Whoopi Goldberg noch, John Cleese, Cuba Gooding Jr. und was weiß ich nicht alles. Ist sehr, sehr abgedreht. Sehr Slapstick-lastig, habe ich den in Erinnerung. Also platter, flacher amerikanischer Humor, würde ich jetzt mal sagen. Aber doch, ich dachte, ja, nimm ihn mal mit. Ist schon ewig her. Da habe ich was gefunden, dann habe ich jetzt einfach mitgenommen für, ich weiß nicht wie viel, weil ich kenne den Film nicht, ich habe da mal von gehört. Und er lag da jetzt rum, und zwar hier Unfriend. Ist auch so irgend so ein Cyberspace, Facebook, irgendwas Film. FSK 16 ist wohl irgendwie, ja, beklemmend aktueller Cyberstalking-Horror. Spannung nonstop, ein mitreißender US-College-Thriller. Ich habe da mal einen Trailer von gesehen. Und so in dieser Art Film, da gibt's ja noch ein paar. Die fand ich eigentlich ganz gut. Und da bin ich mal drauf gespannt. Den wollte ich mir mal angucken. Und das war mir jetzt nicht so wichtig, ob da jetzt eine DVD oder eine Blu-ray von kommt. Ja. Normal, wenn ich mir Neuware anschaffe, dann sind das in der Regel Blu-rays. Also ich käme nicht auf die Idee, mir jetzt hier Tenet auf DVD zu kaufen oder so. Aber wenn das so Secondhand irgendwo so rumliegt, dann mache ich das schon mal. Ja. Und wie gesagt, es gibt ja auch einiges Zeug, was gar nicht auf Blu-ray gibt. Dann ja, bin ich von dem Godzilla-Virus wieder angesteckt worden, mir Godzilla-Film geholt. Und zwar einmal hier leider eine Marketing-Veröffentlichung. Godzilla kehrt zurück. Das Ding habe ich noch gar nicht. Ja, brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen. Godzilla kehrt zurück, habe ich mitgenommen. Dann Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah. Auch mitgenommen. Hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Nein. Dann aus dieser Millennium-Edition den Tokyo SOS. Dann Godzilla against Mechagodzilla. Und Godzilla gegen Megagyros. Wenn ich das so, Megagyros, wenn ich das so richtig ausgesprochen habe. Den hatte ich auch noch nicht. Ja, bei Godzilla-Filmen achte ich jetzt tatsächlich nicht so drauf, ob ich jetzt eine Blu-ray kriege oder eine DVD. Ich befürchte, dass über kurz oder lang sowieso alles bei mir auftauchen wird. Aber Eile mit Weile, das hat Zeit. Ja, wollen wir nichts übers Knie brechen. Auf jeden Fall habe ich die jetzt. Das sind jetzt 5 Stück. 5 neue Godzilla-Filmchen hier liegen. Und ja, fein. Also das wird. Es wird langsam. So, das waren jetzt erstmal die DVDs. Dann kommen wir zu den Blu-rays. Das ist auch ein ganzer Stapel voll. Nee, da fährst du auf die Börse und holst dir den ganzen Arsch voll Filme und dann gehst du in so einen Laden noch rein und haust da auch noch Kohle auf den Kopf und holst dir nochmal Filme nach Hause. Aber macht ja Spaß. Und letztendlich, so was ich so bezahlt habe, sind alles durch die Bank, ne? Börsenpreise. Ne? Also 3 Euro für eine Blu-ray oder so ist ja, Standard eigentlich. Ja, genau. Ein Film, den ich gefunden habe hier mit Helen Mirren, Winchester, ist wohl irgendwie so ein Geistergrusel. Filmchen hat irgendwas mit so einem Winchester-Gewehr zu tun. Ich weiß nicht mehr genau. Den Trailer habe ich damals gesehen und dachte mir, ja, den kannst du dir mal merken. Ich habe ihn mir gemerkt. Und jetzt habe ich ihn auch. Ich bin mal gespannt. Also ich denke mal, das ist so, wie es rüberkam und auch wie es sich liest, eher wirklich so ein Grusel, kein Horror. Ja, ein Gruselfilm, ich glaube, der ist ab 16, ne? FSK 16 freigegeben. Und Helen Mirren, finde ich, kann man eigentlich meistens gucken. Also da mache ich mir keine großen Sorgen. Dann habe ich hier was aus der Classic Kult Collection, Angriff der Riesenspinne. Ich mag ja so Klamotten, Tarantula, Formicula, auch so diese alten Klamotten sehr gerne. Ja, Angriff der Riesenspinnen. Ne? Mörderspinnen habe ich hier schon und so. Und das Ding dachte ich, gut, fein, den hast du noch nicht, den habe ich jetzt auch mitgenommen. Dann haben wir hier ein Upgrade von DVD auf Blu-ray und zwar Dante's Peak. Da habe ich bisher nur die DVD gehabt. Dann gleichfalls ein Upgrade. Apollo 13 habe ich jetzt auch auf Blu-ray, hatte ich bisher auch nur, upsala, hatte ich bisher auch nur die DVD. Sehr schön. Dann ein Film, da habe ich mich eher so ein bisschen gegen gesträubt, dachte ich, na, eigentlich war der Film ja nicht so dolle. Ich habe ihn jetzt doch mitgenommen und zwar mit Bruce Willis, Hudson Hawk, der Meisterdieb. Kann man sich vielleicht nochmal geben. Soll mal gucken. Ja, also ich habe ihn jetzt nicht so als Top-Film in Erinnerung, aber
besser haben als brauchen. Ja, also ich glaube, ich gucke ihn nochmal, weil es ist wirklich sehr, sehr lange her. Und nicht wenige Leute sagen ja von sich aus auch, ja, beim ersten Mal gucken war der Film Müll und beim zweiten Mal ging er so, sag ich mal, ja, dass er sich so ein bisschen verbessert hat. Ich bin gespannt, werde ich dann auch irgendwann mal nachholen. Dann bin ich hier über was gestolpert, das kannte ich gar nicht. Jackie Chan Film, da muss man ja, also die letzteren waren jetzt nicht so dolle. Auf jeden Fall kenne ich das Ding hier gar nicht. Railroad Tigers. Das ist irgendwie mit so einem Zug 1941, irgendwas mit Robin Hood mäßig, steht hier hinten drauf. Ich kenne den Film überhaupt nicht. Der hat auch eine FSK 16 Freigabe. Kann ich nicht zu sagen. Bin ich mal gespannt. Ich habe ihn jetzt mitgenommen, er lag dafür klein, klein. Ich dachte, gut, das ist auf jeden Fall so ein Titel, den würde ich mir nicht für 10 Euro nach Hause holen. Das wäre mir viel zu riskant mittlerweile bei Jackie Chan. Dann gleichfalls mit Jackie und Johnny Knoxville, Skip Trace. Kenne ich auch nicht. Ist mir auch neu. Ist wohl irgendwie so eine, was steht hier hinten drauf? Grandiose Actionkomödie. Ja gut, grandios sind es ja immer alle die Filme. Zumindest nach dem, was dann da so geschrieben wird. Sind die immer alle grandios und super und toll. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Actionkomödie, ja, warum nicht, ne? Ist mir aber auch unbekannt. Mal schauen. Dann ein Film tatsächlich, oh, Asche über mein Haupt. Ja, ich habe einen deutschen Film gekauft. Mit Christian Ulmen. Der Typ kann ja ganz witzig sein, je nachdem, ne? Und zwar, Maria, ihm schmeckt's nicht. Ich finde den Film einfach klasse, weil vieles in dem Film habe ich eins zu eins eigentlich so erlebt. Nur halt nicht in Italien, wie in dem Film, sondern in Spanien. Ich habe mich totgelacht, ne? Also ich konnte vor Lachen nicht einschlafen hinterher. Aber das ist wirklich, das hat bei mir den Hintergrund, weil ich teilweise die Geschichten so eins zu eins mitgemacht habe. Aber ich fand den gut und ich musste den jetzt auf Blu-ray haben. Ich habe den hier nur auf DVD stehen gehabt. Dachte ich, den musste auf jeden Fall haben. Ja, also das dazu. Ja, aber Maria, ihm schmeckt es nicht. Ich glaube, da gibt es sogar einen zweiten Teil von, meine ich. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Oder habe ich den gesehen? Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Den habe ich auch noch nicht irgendwo in den Finger gehabt. Ich weiß, dass es den gibt, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber das Ding hier, ich fand den klasse. Mir hat das Spaß gemacht. So. Als nächstes so ein bisschen Oldschool-Zeug hier. Anaconda. Ja, die unheimlich mittlerweile aus heutiger Sicht schlecht animierte Riesenschlange. Aber es geht. Ja, wir haben hier Jennifer Lopez spielt mit Ice Cube, John Voight, Eric Stoltz. Habe ich damals sogar im Kino gesehen. Ist okay. Kann man durchaus gelten lassen als akzeptablen Film. Ja. So, dann hatte ich mir, ich glaube, auf der Börse hatte ich mir den Poltergeist geholt. Den alten auf Blu-ray und jetzt habe ich hier Poltergeist, diese, ja, diese neuere Verfilmung. Ja, viel Gutes habe ich nicht gehört, aber ich möchte das Ding jetzt mal probieren, irgendwann. Und genauso wie ich ja noch diese Neuverfilmung von Freddy Krüger vor mir habe, die habe ich noch nicht gesehen, werde ich mir das Ding sicherlich auch irgendwann mal antun. Und dann kommen wir wieder zu etwas Älterem. Das Relikt, ja. Museum des, wie hieß das? Museum der Angst, genau richtig. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Creature-Feature-Ding, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ja, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Von den Produzenten von Science und Terminator 3. Naja gut, aber ich habe den Film gut in Erinnerung. Ist viel zu lange her, glaube ich, dass ich den gesehen habe. Und den hatte ich so, ich glaube, nur auf DVD aus irgendeiner Fernsehzeitung da. Und das geht nicht. So. Lustig geht's weiter und zwar die unglaubliche Reise in einem Flugzeug. Ja, immer wieder gut, immer wieder Tränen in den Augen, vor Lachen, ja, vor Lachen. Spitze, Spitze. Ja, das ist genauso ein Klassiker wie die nackte Kanone-Filme oder so, das gehört einfach zusammen. Und dann wird auch wieder weiter gelacht. Caddycheck, Wahnsinn ohne Handicap. Auch jede Menge bekannte Gesichter, ja, Chevy Chase. Wie soll er heißen? Ne? Jetzt habe ich wieder Loch im Kopf. Ne? Wie heißt denn der hier? Ja, auf jeden Fall. Man kennt sie, man kennt sie. Ja? Mann, Bill Murray, meine Fresse. So, dann wieder Kontrastprogramm. Grusel, Wusel. Ja, teilweise war das Ding ja relativ teuer.
zwischenzeitlich mal auf Blu-ray und jetzt aber geht es eigentlich wieder. Ne? Hier habe ich die Fliege, den ersten Teil auf Blu-ray. Ja, den kriegt man jetzt auch wieder für ein paar Euro hinterhergeworfen. Dann was Neueres hier: Blumhouses Fantasy Island. Auch so ein Titel, wo ich gesagt hätte, 10 Euro wäre mir jetzt zu viel gewesen, um den auszuprobieren, zumal ich da auch nicht sonderlich viel Positives von gehört habe. Er soll jetzt keine absolute Katastrophe sein, aber nicht so ein Knaller, wie der Trailer vielleicht vermuten lässt. Ja, ich bin mal gespannt. Fantasy Island, gucken wir mal. So, dann Science-Fiction-mäßig geht es weiter. Und zwar, ich mag ja dieses Battlestar Galactica. Ja, sowohl die alte Serie aus den 70ern, sprich Anfang der 80er, oder auch die Neuverfilmung. Ja, die Neuauflage quasi von Kampfstein Galactica finde ich auch ganz super. Und dann gab es eine Internet-Web-Miniserie, wurde aufgelegt und die ist dann am Anfang kostenlos auf YouTube zu sehen gewesen. Da sind dann immer so Schnipsel von 5 Minuten oder 8 Minuten bei YouTube hochgeladen worden. Und nachdem das Ding aber unheimlich erfolgreich wurde, haben die das von YouTube runtergenommen. Hatten sie das auf eine Webseite gepackt, wo du dann, glaube ich, irgendwas abonnieren musstest, um das zu gucken. Und trotzdem ist das Ding weiter geguckt worden da und tatsächlich hinterher auch veröffentlicht worden auf Blu-ray. Und zwar gibt es da einen Film von, da haben die dann einen ganzen Film draus gemacht, ja, zusammengeschnitten, zusammengebastelt. Ja, Battlestar Blood and Chrome. Ja, wer ein Freund von Kampfstein Galactica ist, kennt das Ding vielleicht nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das ist cool, das ist cool. Ne? Und das sollte nicht fehlen, wenn jemand so auf Kampfstein Galactica steht. Blood and Chrome. Ja, sehr schön. Sehr schön, auch auf Blu-ray, tatsächlich auch auf Blu-ray. Und kann man gucken. Ist zwar fürs Internet, also für YouTube in Anführungsstrichen produziert worden, ist, sagen wir mal, günstig, aber nicht billig, trashig. Ja, also ich finde es gut. Ja, gut, wenn man die Serie mag, dann findet man das sowieso gut, aber naja. So, und dann tatsächlich bin ich noch mal so gruselwuseltechnisch unterwegs gewesen, habe hier noch was gefunden, wo ich dachte, okay, jetzt stehen sie da, jetzt nimmst du sie mit. Ja? Den ersten habe ich noch nicht, den werde ich mir sicherlich auch noch irgendwo besorgen können. Und ja, Halloween 2 habe ich mitgenommen. Halloween 3 habe ich mitgenommen. Halloween 4 habe ich mitgenommen. Halloween 5 habe ich mitgenommen. Und das war's dann. Ja, wir hatten die jetzt da stehen, diese 4 Stück, also 2, 3, 4, 5. Und dachte ich, okay, nimm mit. Ja, für ein kleines Geld, nimm mit. Dieses Halloween H20 habe ich hier auf DVD stehen. Die Blu-ray kommt ja jetzt auch demnächst, wird wieder neu aufgelegt. Und ich denke mal, die anderen Klamotten, die werden auch noch irgendwie den Weg zu mir finden, dass ich dann tatsächlich dann auch erstaunlicherweise für mich diese Halloween-Filme alle zu Hause habe. Und ich glaube, dann werde ich sie auch mal alle gucken. Ich kenne nicht alle. Ich glaube, Halloween 6 habe ich hier auch noch auf DVD rumstehen. Also, ja, genau. Muss man nochmal gucken. Weiß ich nicht. Ja, alle geguckt habe ich nicht. Eins kenne ich, zwei kenne ich, drei kenne ich. Vier, weiß ich schon nicht mehr, ob ich den mal gesehen habe. Ich glaube nicht. Und dann gucken wir mal, wie sich das so entwickelt. Ja, auch da werde ich, glaube ich, erst anfangen zu gucken, wenn ich die alle in Anführungsstrichen mehr oder weniger komplett habe. Da bin ich mal gespannt. Ja, genauso drauf gespannt bin ich, wann mich das nächste Mal mein Weg in ja, diesen ominösen Laden führt und ich dann wieder da mit so einer Tüte Film rauskomme. Ja, fühlt euch genötigt, hier was abzugeben zu einzelnen Filmchen, so kommentartechnisch gerne unten. Ihr könnt auch zu uns, den Fucking Freaks, in die Discord-Gruppe kommen. Da kann man sich auch so ein bisschen austauschen. Habe ich euch unten verlinkt, entweder App aufs Handy oder über den Rechner oder was auch immer. Ja, ja gut, dann bin ich jetzt erstmal durch und jetzt kann ich hier wieder so ein bisschen sortieren, wegräumen und wieder was in mein Regal packen für die ungesehenen Filme. Nicht gut. Ich dachte, es würde irgendwann mal weniger werden, aber nein, wenn ich zwei Filme gucke, kommen drei dazu. Ist nicht gut. Aber ich glaube, auch das wird sich irgendwann ändern, weil mittlerweile ist es ja so, es wird früher dunkel und die doch gemütlichere Jahreszeit zum Filme gucken bricht so langsam an. Und dann steigt vielleicht auch der Filmkonsum wieder. Mal sehen, mal sehen. Okay. Dann ja, wünsche euch nur das Beste und bis zum nächsten Video. Macht's gut zusammen. Ciao.